Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Sarina und ich habe vor kurzem den Blog A Friendly Soul gestartet, in dem ich über mein Leben, über nachhaltiges Leben, übers Reisen und auch übers Lieben schreibe. Und ich freue mich unheimlich, dass du heute mein Video anschaust und hoffe, dass es dein Leben bereichern wird und du mit ein paar guten Ideen nach Hause gehst. Ich möchte gerne darüber reden, was im letzten Monat mein Leben bereichert hat. Also jetzt im Monat Januar ist es fast Februar und deshalb ein guter Zeitpunkt, um mal zurückzublicken und sich zu überlegen, was dann im letzten Monat die paar Sachen waren, die wirklich mein Leben bereichert haben. Das soll quasi eine monatliche Sammlung der Dinge sein, die mir Spaß gemacht haben, die mir positive Gefühle gebracht haben, an die ich positive Erinnerungen habe, die auch vielleicht einen nachhaltigen Effekt auf mein Leben hatten. Und da habe ich eine kurze, aber feine Liste an 5 Dingen zusammengesucht, die mein Leben besonders bereichert haben. Die Idee kommt ursprünglich von einem Podcast, den ich und ganz viele andere regelmäßig hören, und zwar den Podcast von The Minimalists. Das sind Ryan und Joshua, zwei Typen aus den USA, die sich auch dem Thema Minimalismus verschrieben haben. Am Ende jeder Podcast-Folge reden die darüber, was in der letzten Woche deren Leben bereichert hat, welche Sachen, welche Dinge, welche neuen Entdeckungen. Und ich finde die Idee eigentlich schön, um sich immer mal wieder auch zu vergewissern, was dann im letzten Monat toll war, was man dann andere Leute weiterempfehlen könnte. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Die erste Sache, die ich gerade auch schon erwähnt habe, die diesen Monat mein Leben bereichert hat, war der unheimlich unterhaltsame und informative Podcast von The Minimalists. Die Podcast-Folgen sind nicht so lange, die sind teilweise nur eine halbe Stunde lang, aber teilweise auch anderthalb Stunden lang, je nachdem wie viel sie zu einem Thema zu sagen haben. Und man weiß immer im Voraus gar nicht so richtig, worüber die zwei sich unterhalten werden, weil die Podcasts immer nur sehr kurze Titel haben und die Podcast-Beschreibungen auch nicht immer zulassen, dass man im Voraus alles weiß. Das finde ich aber ganz schön, weil es immer so einen Überraschungseffekt hat bei jeder Folge, und ich hatte bis jetzt noch keine Folge, die ich frühzeitig abgebrochen habe, weil ich sie dann doch nicht so spannend fand. Und ich glaube, der Vorteil von dem Konzept von den beiden ist auch, dass man sich vielleicht Folgen anhört, die man sich nicht anhören würde, wenn man im Voraus schon immer weiß, um was es denn genau geht. Besonders schön finde ich, dass sie in den Podcasts ganz arg viele Tipps einbauen zum Thema Minimalismus, ganz arg viele persönliche Erfahrungen und auch immer wieder Fragen von Hörern beantworten, Fragen aus den sozialen Medien beantworten. Und insgesamt sind die zwei einfach sehr unterhaltsam und es macht deswegen auch wirklich Spaß, diesen Podcast zu hören. Ich habe angefangen, den Podcast von ganz vorne anzuhören, bin jetzt bei Folge 13 oder 14 und wie gesagt, ich habe sehr viel Spaß dabei, den anzuhören und kann ihn euch auf jeden Fall empfehlen. Ich werde den Link für den Podcast unten in die Shownotes machen. Genau, schaut ihn euch einfach mal an. Den Podcast kann man über Spotify hören oder direkt über verschiedene Apps. Man kann ihn über iTunes hören. Ja, das ist auf jeden Fall meine Empfehlung für alle, die gerne Podcasts hören und sich mit dem Thema Minimalismus beschäftigen. Die zweite Sache, die letzten Monat mein Leben bereichert hat, ist ein unheimlich tolles Buch, das ich gelesen habe. Und zwar hat mir dieses Buch meine Tante zu Weihnachten geschenkt. Und damals hatte mich das eigentlich gar nicht so sehr angesprochen. Aber als ich dann in meinem Zimmer meine ganzen Bücher aussortiert habe und mir nochmal den Klappentext hinten durchgelesen habe, fand ich es dann irgendwie doch ganz spannend und habe dann direkt nach Weihnachten angefangen, dieses Buch zu lesen. Und es war seit langem mal wieder eins dieser Bücher, in denen man total versinkt und die man dann auch einfach nicht mehr weglegen kann. Es gab sogar Abende, da habe ich meine Verabredungen abgesagt, weil ich lieber nach Hause gehen wollte, um dieses Buch weiterzulesen. Das Buch ist von Carmen Korn und heißt Töchter einer neuen Zeit. Alle, die mir auf Instagram folgen und meine Instagram-Stories anschauen, haben gesehen, dass ich öfter mal was dazu gepostet habe. Das Buch verfolgt die Leben von 4 jungen Frauen, die in Hamburg wohnen, aus ganz unterschiedlichen Kreisen der Gesellschaft. Und deren Leben wird nachverfolgt ab Ende des Ersten Weltkriegs bis Ende des Zweiten Weltkriegs. Und ich habe jetzt auch gesehen, dass es von dem Buch eine Fortsetzung gibt und die werde ich mir auf jeden Fall besorgen. Ja, das Buch
möchte ich nicht behalten. Ich fand es unheimlich toll, aber ich habe mich jetzt entschieden, das weiterzugeben. Und meine Mitbewohnerin hat auch schon erzählt, dass sie es gerne lesen möchte. Deswegen freue ich mich, dass es in neue, wertschätzende Hände genommen wird. Und genau, das wäre quasi mein Buchtipp vom Januar von Carmen Korn, Töchter einer neuen Zeit. Die dritte Sache, die ich diesen Monat anders gemacht habe, hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Dingen zu tun, sondern ich habe ab Neujahr angefangen, meinen Schlafzyklus anders zu ändern. Ich fahre morgens normalerweise gegen 7.30 Uhr hier los, um ins Büro zu kommen. Und ich bin jemand, der aufstehen kann und total funktioniert. Also ich bin kein Morgenmuffel, ich brauche keine Zeit, um lange wach zu werden, sondern mein Wecker klingelt und wenn ich dann aufstehe, dann bin ich auch wirklich fähig, was Produktives mit meinem Tag anzufangen. Und deswegen habe ich mich schon nach Weihnachten entschieden, dass ich gerne im neuen Jahr meinen Schlafzyklus ändern möchte und morgens einfach versuchen möchte, schon zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr aufzustehen, als erst um 7. Bisher war es nämlich so, dass ich quasi um 7 aufstehe, mich fertig mache, nicht stressig, aber es ist nicht stressig, aber arg viel Zeit habe ich morgens eben nicht gehabt. Ich habe mir dann immer noch kurz einen Kaffee gemacht und bin dann direkt in mein Auto gesessen, um ins Büro zu fahren. Und dementsprechend hat mein Tag quasi mit Arbeiten begonnen. Und das hat dazu geführt, dass ich halt vor der Arbeit quasi nie Zeit für mich selbst hatte. Das ist grundsätzlich kein Problem, aber was mir halt total gefehlt hat, ist die Zeit für kreative Arbeit oder Dinge, die ich halt einfach alleine mache, wie zum Beispiel Yoga, Bloggen, Schreiben, Videos, alles, was mir quasi hobbymäßig Spaß macht. Und da ich abends halt sehr gerne mich mit Freunden treffe und ständig unterwegs bin oder mich mit meinem Freund treffe, hatte ich für genau diese Sachen eigentlich nie wirklich Zeit. Und deswegen habe ich dann entschieden, meinen Schlafrhythmus zu ändern und diese gewonnenen 1,5 Stunden, die ich am Morgen habe, die benutze ich jetzt für genau solche Sachen. Also ich stehe morgens auf, ich mache Yoga, einen Morgen setze ich mich mal an meinen Schreibtisch und blogge oder arbeite an einem Artikel. An einem Morgen arbeite ich mit den Fotos, die ich geschossen habe und editiere die vielleicht. An einem Morgen krustel ich vielleicht einfach in meinem Zimmer rum. An einem Morgen mache ich mir einen Kaffee, setze mich auf mein Sofa und lese in einem guten Buch. Und so habe ich einfach morgens 1,5 Stunden, in denen ich machen kann, was ich möchte, die ich komplett für mich habe, wo ich keine Verabredungen habe und in denen ich einfach Dinge tun kann, die mir und meiner mentalen Gesundheit gut tun. Und ja, ich dachte, dass es total schwer werden wird, zu früh aufzustehen, aber es fällt mir richtig leicht. Ich habe natürlich meinen kompletten Schlafrhythmus angepasst, das heißt, ich gehe auch abends viel, viel früher ins Bett. Normalerweise bin ich zwischen 9 und 9:30 jetzt immer im Bett und stehe dann zwischen 5:30 und 6 auf. Und mit Einschlafzeit und vielleicht noch ein bisschen was lesen brauche ich durchschnittlich, also schlafe ich eigentlich jede Nacht etwa 8 Stunden oder sogar 8,5. Wenn dann um 5.30 Uhr morgens der Wecker klingelt, bin ich ausgeschlafen und bin fit. Und ja, bis jetzt habe ich nur positive Effekte und viel mehr Zeit für mich. Und ja, hab mehr Energie und habe einfach morgens, wenn ich ins Büro gehe, das gute Gefühl, dass ich weiß, dass ich jetzt schon was für mich selber getan habe. Und das ist unheimlich viel wert. Die vierte Sache hängt eng mit meinem neuen Schlafrhythmus zusammen. Und zwar habe ich schon vor Jahren mal angefangen, Yoga zu machen, habe ganz traditionell mich in einer Yogaschule angemeldet und einen Yogakurs gemacht. Und ursprünglich habe ich damit angefangen, weil ich halt Rückenprobleme habe und einfach meinem Rücken was Gutes tun wollte. Und eine Zeit lang habe ich das dann ganz arg oft gemacht. Und auch vor allem dann, wenn ich eben Rückenschmerzen hatte, weil das halt immer sofort geholfen hat. Aber in den letzten Monaten hatte ich überhaupt gar keine Zeit mehr, Yoga zu machen. Ich habe nie die Zeiten gefunden oder ich habe es nie geschafft, mir Zeiten freizuräumen, wo ich einfach so runterkommen kann, dass ich auch von der ganzen Stimmung her in der Lage bin, da jetzt ordentlich Yoga zu machen. Und seitdem ich meinen neuen Schlafrhythmus habe, mache ich sicherlich 2-3 Mal die Woche morgens Yoga, stehe in aller Ruhe auf und putze erstmal meine Zähne, ziehe mir dann was Bequemes an und rolle meine Matte aus und mache dann eine halbe Stunde Yoga. Ich hatte den kompletten Januar keine Rückenschmerzen, das war total super. Und ja, ich liebe Yoga eigentlich total und das Hauptproblem war tatsächlich immer, dass ich einfach keine freien Zeiten dafür hatte und das hat sich jetzt geändert.
Und die fünfte Sache, die im Januar mein Leben bereichert hat, ist, dass ich wieder mit Tango-Tanzen angefangen habe. Argentinischer Tango ist komplett anders als Standardtänze. Es ist ein Improvisationstanz, der wirklich sehr herausfordernd ist. Argentinischer Tango hört nicht mit irgendwelchen Grundschritten und Figuren auf, sondern selbst Tänzer, die schon seit Jahren tanzen, arbeiten immer wieder an ihrer Gehtechnik, an der Umarmung, an ganz simplen Dingen. Und das macht den Tanz unheimlich spannend. Und ja, jetzt haben wir, letzten Samstag waren wir auf einem Schnupper-Workshop, weil ich wollte, dass mein Freund es erstmal ausprobiert und danach dann entscheidet, ob er wirklich einen Tanzkurs machen wollte. Und es hat so unheimlich Spaß gemacht, wieder mal auf dem Parkett zu stehen und die Hufe zu schwingen. Und genau, jetzt haben wir jeden Freitagabend Tanzkurs. Ich freue mich unheimlich, endlich wieder Tango tanzen zu dürfen. Und bin so dankbar auch dafür, dass mein Partner da so offen ist und Bock hat, das mit mir zu machen. Das waren meine fünf Sachen, die im Januar mein Leben bereichert haben und meine fünf Tipps, die vielleicht auch was für dich sind. Und ich freue mich über jeden Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr meinen Blog besucht. Und mich würde einfach mal interessieren, ob diese Art von Videos, ob die für euch interessant sind. Weil vielleicht, ich überlege, ob ich dann ein monatliches Review draus mache. Lasst mir einfach mal unten eure Kommentare da. Gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Besucht meinen Blog, falls euch die Themen, über die ich hier rede, interessieren. Auf Instagram heiße ich genauso auf Friendly Soul wie auf YouTube. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und einen guten Start in den Februar. Ich freue mich, dass ihr mein Video angeschaut habt und bis bald!